Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ich weiß, wo wir jetzt sind, auch. Komm, einen von denen will ich jetzt haben. Einen. Einer reicht. Nur einen. Ja, nur du. Komm. Ich brauche deine Erfahrungspunkte, ja. Kommen auch noch beide tatsächlich. Boah, der kommt hier hoch. Da oben ist eine Höhle. Komme ich da hin? In die Höhle? Irgendwie? Komme ich hier rum? Wo sind die hin? Alter, das war jetzt mit den beiden heftig, aber wo sind die jetzt? Die sind nicht wieder dahin. Wo sind die hingegangen? Da sind wieder ein paar Lurker. Ein paar Blutfliegen. Ja, aber wo sind die beiden jetzt hin, die Keiler? Oh, Blauflieder. Gibt es sonst noch was? Aber den Weg her. Also hier rum bin ich noch nicht gelaufen. Oh, die Wasserfälle da hinten, echt Lurker. Hier sind sehr viele Lurker. Da sind noch mehr Keiler. Oh, hier müssen wir definitiv nochmal wieder hinkommen. Aber wo die beiden Keiler jetzt hin sind, keine Ahnung. Sind wohl gedespawnt oder so. Aber wir gehen mal den Weg lieber nicht entlang. Wo führt denn das hin? Zur Gefängniskolonie. Hier geht's zum alten, zum neuen und zum Sumpflager. Oh, wir müssen stärker werden. Wir müssen da durch. Wir müssen dahin. Ich will die Kolonie sehen. So, jetzt erstmal was fressen hier. So, gönnen wir uns auch mal Wurst und den Eintopf. Boah, wir müssen wirklich zur Kolonie. Das ist mir wichtig. Die müssen wir einmal besuchen, die müssen wir einmal sehen. Zum Großbauer. Mal gucken, gibt es hier vielleicht noch ein paar Feldräuber, die ich ausschalten kann? Die Lurker lassen wir da in Ruhe. Gegen die kommen wir definitiv nicht an. Wir brauchen dringend zwei Hände und eine Armbrust. Da haben wir wieder zwei Keiler. Die Keiler sind heftig. Ah, hier ist er hin. Komm, quatschen wir mal mit Errol. Erzähl mir nichts, ich kenne so. Das hier ist deine Hütte? Das hier ist deine Hütte? Ja, warum? Was stimmt damit nicht? Hast du keine Probleme mit den Söldnern? Solange ich sie bei ihren Geschäften nicht störe, lassen sie mich auch in Ruhe. Außerdem sind es gute Kunden von mir und ich bezahle sie dafür, dass sie in meiner Abwesenheit auf mein Haus aufpassen. Zeig mir, wie ich härter zuschlagen kann. Ja. Zeig mir, wie ich härter zuschlagen kann. Gut, pass auf, es gibt einen einfachen Trick. Wenn du zuschlägst, holst du nicht die Kraft aus dem Arm, sondern aus deinem ganzen Körper. Dreh die Hüfte, zieh die Schulter nach vorne und gleichzeitig streckst du den Arm aus. Wenn du richtig triffst, wirst du den Unterschied merken. Zeig mir, wie ich härter zuschlagen kann. Wenn du noch mehr lernen willst, geht das nur über hartes Training. Okay, hier 10 Lernpunkte für 5? Alter, was? Das wird sich nie ändern. Zeig mir deine Ware. Die Auswahl ist nicht sehr groß. Gar nicht mehr. Für 5 Lernpunkte. Edles Bastardschwert ist Einhandwaffe. Ich hab was anderes gehört. Alter, was? Leichter Zweihänder. Und glaub ja nicht, dass das Edles Kurzschwert. Er hat auf die falschen Leute gehört.
Nee, der hat nichts, was ich brauchen könnte. Alter, für 5 Stärke, 10 Lernpunkte, der ist aber teuer. Wenn wir nicht gekommen wären, wäre Alter, was? Das ist heftig, wirklich. Also, dann gehe ich lieber zu Dingens hier, zu Harad. Bei dem kostet es nur 5 Lernpunkte. Genau, 5 Lernpunkte. Da haben wir wieder... Warte, wie viel brauchen wir noch? Knapp unter 400. Können wir einen von denen anlocken? Boah, das sind aber sehr viele hier. Speicher mal lieber. Nicht, dass wir... jetzt von mehreren gleichzeitig angegriffen werden. Von den Feldräubern. Ja, ich hoffe, der kommt. Ja. Ja, einer. Alter, beweg dich so schnell. Okay, den haben wir. So, nochmal das. Feuernessel. Hier, das. Sumpfkraut gibt nichts. So, nächster. Ja, komm. Komm, 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 komm. Jetzt ein bisschen Abstand gewinnen. Nein! Alter. Der ist ein bisschen heftiger. Okay, es ist immer nur Timing, wann ich zuschlage. Warte mal. Den essen wir noch. Die beiden. So, was können wir eben noch? Das gibt nur Mana. Komm. Saufen wir da Bier. Dann können wir den da jetzt. Wir gehen trotzdem ein bisschen auf Abstand zu den anderen. Ja. Jo, der ist ein bisschen heftiger. Nein, 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 nein. Alter, und wir haben nicht gespeichert. Wir hatten nicht gespeichert. Ich muss irgendwie anders stärker werden. Erstmal. Gibt's hier sonst noch irgendwie was? Da ist ein Steinkreis. Mitten auf dem Feld. Oh, Heilpflanzen. Die nehmen wir mit. Feuerkraut nehmen wir mit. Feldknöterich. So, Heilkraut. Hier ist aber keine Steintafel. So, Feuernessel, Heilpflanze, Fellknöterich, noch eine Heilpflanze. Komisch, dass hier jetzt kein Dings ist. Der hat keinen Namen. Rega, die hat einen Namen. Wie geht's? Du bist keiner von uns, nicht wahr? Mach lieber, dass du hier wegkommst. Warum? Hier war es zwar früher nicht das Paradies, aber zumindest hatte man seine Ruhe, wenn man seine Arbeit für Sekob gemacht hat. Aber in letzter Zeit ist es unerträglich geworden. Überall Banditen, Feldräuber zerstören die ganze Ernte und der Großbauer ist auch immer grausamer geworden. Mhm. Hast du Angst vor dem Großbauern? Hast du Angst vor dem Großbauern? Klar. Wenn dem Großbauer irgendjemand nicht passt, hetzt er seine Söldner auf ihn und kurze Zeit später ist man verschwunden. Also hält man hier besser die Klappe. Sollten sich die Söldner nicht um die Feldräuber kümmern?
Sollten sich die Söldner nicht um die Feldräuber kümmern? Ich weiß nicht, wofür sie bezahlt werden, aber sicher nicht, um uns kleinen Leuten zu helfen. Das Feldräuberproblem ist Sache der kleinen Bauern, die die Felder bei ihm gepachtet haben. Mhm. Wie schützt ihr euch von den Banditen? Wie schützt ihr euch vor den Banditen? Gar nicht. Wir laufen weg. Was sonst? Mhm. Lass dich nicht unterkriegen. Lass dich nicht unterkriegen. Nicht so einfach, wenn man für Seekop den Menschenschinder arbeitet. Okay, wer ist ein Seekop? Balthasar? Wie sieht's aus? Ah, ein neues Gesicht hier auf dem Hof. Hat mir der alte Geizknorpel endlich einen Lehrling bewilligt? Ich bin kein Lehrling. Oh, ach so, ja. Ich bin nicht mehr der Jüngste, weißt du? Und ich warte schon seit Jahren auf meine Ablösung. Du bist doch nicht etwa hier wegen der verärgerten Nachbarschaft, oder? Welche Arbeit machst du hier? Welche Arbeit machst du hier? Oh, ich hüte Schafe und das mache ich schon seit ich denken kann. Die Tiere sind sehr treu und auch sehr schlau, das musst du wissen. Wenn du sie gut behandelst, dann folgen sie dir ein ganzes Leben lang. Was für Ärger hast du mit den Nachbarn? Was für Ärger hast du mit den Nachbarn? Das Gras auf dieser Seite der großen Felder ist immer sehr mickrig und ausgedörrt. Dann gehe ich meistens auf die großen Weiden der anderen Bauern. Dem Großbauer macht das nichts aus, aber Benga, der Bauer auf dem Weidenplateau, macht jedes Mal einen riesigen Aufstand, wenn ich mit den Tieren bei ihm bin. Er ist der Meinung, dass Seekop Zoll bezahlen soll, wenn ich seine Tiere auf Bengas Weide bringe. Seekop macht dafür aber keine müde Münze locker und darum darf ich auch nicht mehr auf das Plateau. Ah, okay. Vielleicht sollte ich mal mit Benga sprechen? Vielleicht sollte ich mal mit Benga sprechen. Das würdest du für mich tun? Naja, und was willst du ihm denn sagen? Ich meine, ich will keinen Ärger, hörst du? Wir werden sehen. Mhm. Wo finde ich das Weidenplateau auf Bengas Hof? Wo finde ich das Weidenplateau und Bengas Hof? Du folgst dem Feldweg und überquerst die große Kreuzung. Wenn du dich dann rechts hältst, siehst du vor dir ein großes Felsmassiv. Rechts dahinter ist das Weidenplateau und der Pass. Sonst alles klar? Sonst alles klar? Ich kann nicht klagen, danke der Nachfrage. Kann ich mit dem Schaf reden? Nö. Till. So nah, Kleiner? Nah, Kleiner. Das Gesinde hat mich nicht so schnöde anzusprechen. Wie oft muss ich das noch sagen? Hast du hier das Sagen? Ich bin kein Feldarbeiter. Hast du hier das Sagen? Nein, ich bin nur Sekops Sohn. Aber wenn mein alter Herr einmal nicht mehr ist, dann gehört das ganze Land, was du hier siehst, mir. Toll. Gehst du mit Feldarbeitern immer so um? Till ärgern. Hat dir jemand heute schon die Nase geputzt? Lass mich in Ruhe, du Idiot. Gehst du mit den Feldarbeitern immer so um? Gehst du mit den Feldarbeitern immer so um? Klar, die brauchen das. Wer hier nicht spurt, kriegt Prügel. So läuft das. Ich muss deinen Vater sprechen. Ich muss deinen Vater sprechen. Der hat keine Zeit, aber ich bin sein Stellvertreter. Womit kann ich dir helfen? Indem du mich deinem Vater vorstellst. Bist wohl ein ganz harter Bursche und guter Kämpfer, was? Der Beste. Ich glaube, dann sollte ich ihn mal besser holen. Lass mal, Junge. Ich werde ihn schon finden. Wie du meinst. Ich speichere mal lieber, bevor ich da reingehe. So, und das muss der wahrscheinlich sein, der Senkop. Was willst du auf meinem Land? Hier gibt's nichts zu klauen. Scher dich weg. Gibt es in diesem verfluchten Land eigentlich ein Fleckchen Erde, das nicht irgendjemand gehört? Geh arbeiten, dann kannst du vielleicht auch irgendwann mal ein Stück Land dein eigen nennen. Aber bis dahin lungerst du gefälligst woanders rum. Hör mal. Hör mal. Ich hab zurzeit keine Arbeit für dich. Ich will auch keine Arbeit. Hör mal. Ich hab zurzeit keine Arbeit für dich. Jetzt geh. Nochmal, komm. Hör mal. Ich hab zurzeit. Hör. Ich hab. Sehr komm. Kann ich ihn ausrauben? Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Okay, schade.
Ich setz mich mal zu ihm. Na, Sackkopf? Das sah super aus. Rosi? Quatschen wir die mal. Hey, du. Alles klar bei dir? Alles klar bei dir? Ach ja, geht so. Mir tut das Kreuz weh von der ganzen Schufterei. Was machst du hier? Kommt selten vor, dass ich hier Besuch bekomme. Normalerweise sind es immer irgendwelche Halsabschneider aus den Bergen oder diese schrecklichen Milizsoldaten aus der Stadt. Die suchen unseren Hof in letzter Zeit immer häufiger heim. Aber du siehst mir nicht aus, als ob du einer von ihnen wärst, oder? Was machst du hier? Was machst du hier? Das frage ich mich auch die letzten Jahre. Mein Mann Sekop hat es sich mittlerweile mit jedem in der Umgebung verscherzt. Überall hat er Schulden. Deswegen stiehlt er das Gut aus Onas Beständen und verkauft es an die Stadt. Mit diesen miesen Geschäften hat er sich schon ein Vermögen ergaunert. Außerdem schleift er unsere Feldarbeiter, bis ihnen das Kreuz bricht. Der wird von seinen eigenen Leuten nur noch Menschenschinder genannt. Besonders stolz ist man darauf, nicht die Frau von Sekop zu sein. Das kannst du mir glauben. Manchmal wünsche ich mir die Barriere zurück. Willst du etwas zu essen kaufen? Oder vielleicht etwas für die Jagd in den Wäldern? Was kannst du mir anbieten? Was kannst du mir anbieten? Was willst du haben? Armbrust! Haben wir genug Geld dafür? Ich kann hier eine Armbrust. Benötigte Stärke 90. Verdammt! Ah, verdammt. Aber okay, Armbrust braucht Stärke. Barriere? Barriere? Na, diese Kuppel, die damals das alte Minental umschlossen hat. Viele Bauern und Arbeiter, die sich damals eines Verbrechens schuldig gemacht haben, wurden kurzerhand hineingeworfen und kamen danach nie wieder. Was kannst du. Warum greift euch die Miliz auf den Höfen an? Warum greift euch die Miliz auf den Höfen an? Weil niemand da ist, der sie daran hindert, uns Bauern einfach zu überfallen, statt uns unsere Waren abzukaufen. Der König ist weit weg. Und wir müssen uns eben damit abfinden, unter Ona zu arbeiten und zu hoffen, dass Ona uns zur Seite steht, wenn's brennt. Wie sieht die Hilfe von Ona aus? Wie sieht die Hilfe von Ona aus? Manchmal werden wir vorgewarnt, wenn wieder einige der Milizen auf eigene Rechnung hierher kommen, um sich an uns zu bereichern. Dann wird jemand zum alten Großbauern geschickt, um ihn um Hilfe zu bitten. Dann dauert's meist nicht lange, bis die Söldner, die er dafür bezahlt, hier sind und die Milizen verjagen. Aber unterm Strich sind die Söldner auch nicht viel besser. Bist du jemals bei der Barriere gewesen? Bist du jemals bei der Barriere gewesen? Nein, wir haben immer nur davon gehört. Benga, der Bauer auf dem Weidenplateau, kann dir sicherlich mehr darüber erzählen. Sein Hof befindet sich ganz in der Nähe des Passes zum Minental. Wie komme ich zu Bengas Hof? Wie komme ich zu Bengas Hof? Sprich mal mit Balthasar. Das ist unser Schafhirte. Manchmal führt er seine Tiere auf Bengas Weide dort oben. Er kann dir sicher erklären, wie man dorthin kommt. Haben wir schon mit ihm geklappt. Halt die Ohren steif. Halt die Ohren steif. Pass auf dich auf und lass dich nicht ärgern. Hier, den Till, den kann man mal schön ärgern. Das macht Spaß, den Till zu ärgern, muss man sagen. Was ist denn das? Bronco? Na, wo wollen wir denn hin? Bist du hier der Oberaufseher? Ich geb dir gleich ein paar hinter die Ohren, du Bengel. Natürlich, wenn du auf meinem Land entlang spazieren willst, kostet dich das 5 Goldmünzen, wenn du keine Prügel kassieren willst. Dein Land? Bist du hier der Bauer? Wenn sein muss, ja, vergiss es. Dein Land? Bist du hier der Bauer? Na, das will ich meinen. Oder meinst du etwas, sonst würde ich dir Wegzoll abknöpfen? Von mir aus kannst du die anderen ja mal nach mir fragen. Wenn sein... Ne, vergiss es. Der kriegt von mir nichts. Von mir kriegst du gar nichts. Dann muss ich dir jetzt leider den Arsch versohlen. Kannst es ja mal versuchen. Na dann. Oh, Alter, mit einem Schlag. Okay, Alter, das war sehr heftig. Mit einem Schlag. Aber egal, mit denen da drin brauchen wir nicht nochmal zu quatschen. Bronco, da legen wir uns später mal an. Wenn er uns mit einem Schlag hier fertig machen kann, dem will ich keinen Cent geben. Und genau zu niemandem, der uns hier bedroht, will ich auch nur einen Cent hier überlassen. Barbara? Hey. Hallo, schönes Mädchen. Hallo, schönes Mädchen. Süßholzraspeln wirkt bei mir nicht, Junge. Sag, was du willst, ich hab zu tun. Ja, okay.
Wie läuft's mit der Feldarbeit? Guck dir die riesigen Felder an, die wir bestellen müssen, dann weißt du, wie es läuft. Suchst du Landarbeit? Nein, eigentlich will ich Söldner werden. Dann bist du hier falsch. Die Söldner findest du meistens auf dem Hof des Großbauern. Den können wir nicht quatschen. Da sind wieder zu viele Feldräuber. Boah, das mit den Feldräubern finde ich ein bisschen schwierig. Boah, mit unserer Stärke, wie viel haben wir? 1125. Wir müssen irgendwie zusehen, dass wir wieder eine Quest erfüllen können. Die verbotene Weide, Zugang zum Kloster, Ragumirs Armbrust. Was haben wir hier? Heilpflanzen wieder, immerhin. Und noch Feuernesseln. Und noch eine Heilpflanze. Ja, Fester können wir später quatschen. Wer sind das? Söldner. Sentenza, der gönnt sich Käse. So, Gunnar. Das habe ich früher auch immer gesagt. Söldner, Rott. Wolf, Elena. Ich kann das nicht glauben. Söldner, Cypher. Ich weiß Bennett, nicht, warum er sich so aufregt. Hodges. Gab es hier nicht noch irgendjemand mit einer Quest? Jarvis? Silvio, Bulko. Wir müssen ja hier ein paar Leute auf jeden Fall verprügeln auch. Ja, hier. Torloff. Ich kann das nicht glauben. Ne, wir mussten zu Torloff gehen einmal. Stell mich auf die Probe. Was sind die Duellregeln? Ganz einfach. Beide Gegner müssen Gelegenheit haben, ihre Waffe zu ziehen, bevor der erste Schlag geführt wird. Du kannst nicht einfach hingehen und einem der Männer ohne Warnung eins überbraten. Es muss eine Art Herausforderung ausgesprochen werden. Eine Beleidigung oder ein anderer Grund zu kämpfen. Keiner der anderen Männer wird sich in so einen Kampf einmischen. Es sei denn, einer der beiden wird bei dem Duell getötet. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Kannst du mir helfen, meine Fähigkeiten zu verbessern? Ich könnte dir zeigen, wie du deine Stärke besser im Nahkampf einsetzen kannst. Viele Kämpfer sind sehr schwach, weil sie die Technik nicht beherrschen, ihre Stärke richtig einzusetzen. Dasselbe gilt für Geschicklichkeit und Fernwaffen. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Alter, auch 10 Lernpunkte für 5 Stärke? Digga, wie teuer ist er hier? Meinst du, mir geht es besser? Stell mich auf die Probe. Hat Lee dich zu mir geschickt? Ja. Er sagte, du würdest mir weiterhelfen. Gut, dann wollen wir mal. Es gibt 2 Dinge, die du tun musst, bevor du bei uns mitmachen kannst. Okay. Erstens, du musst beweisen, dass du fähig bist, die Aufgaben zu meistern, die du als Söldner zu erfüllen hast. Ich werde dich auf die Probe stellen. Und zweitens, du musst dir den Respekt der anderen Söldner verdienen. Wie verdiene ich mir Respekt der anderen Söldner? Den meisten wird es reichen, wenn du meine Aufgabe erfüllst und deine Probe bestehst. Aber einige unter ihnen wirst du auf andere Art überzeugen müssen. Manche werden versuchen, deine Situation auszunutzen und wieder anderen passt vielleicht deine Visage nicht. Du solltest versuchen, mit möglichst vielen der Jungs gut auszukommen. Aber wenn nichts mehr hilft, kannst du dich immer noch auf ein Duell einlassen. Wenn du gewinnst, wird das den meisten Respekt beibringen. Aber achte darauf, dass du nicht versehentlich einen dabei umbringst. Denn dann hast du ein fettes Problem. Was ist mit dir? Wirst du für mich stimmen? Wirst du für mich stimmen? Wenn du beweisen kannst, dass du die Aufgaben eines Söldners erfüllen kannst, ja. Das habe ich früher auch. Wie ist mein Ruf bei den Söldnern? Mal sehen. Wolf sagt, er hat nichts dagegen, wenn du mitmachst. Jarvis ist sich noch nicht sicher, ob du auf der richtigen Seite stehst. Er hat keine Lust, dass noch mehr Leute nach Silvios Pfeife tanzen. Ich übrigens auch nicht. Sentenza will für dich stimmen. Er sagte, du wärst ein sehr vernünftiger Mann. Raul ist gegen dich. Ich glaube, er kann dich nicht leiden. Von Silvio und Bulko brauche ich wohl gar nicht erst zu reden. Die beiden Schwachköpfe sind gegen jeden. Basta hat erzählt, du hättest den Schwanz eingekniffen, als er dich herausgefordert hat. Sowas ist keine gute Idee.
Vielleicht solltest du noch mal zum Vorposten gehen und ihn herausfordern. Der Rest der Söldner hat nichts gesagt. Die meisten warten einfach ab, ob du die Probe bestehst. Du bist noch lange nicht so weit, Kleiner. Wenn du bei uns aufgenommen werden willst, musst du schon was dafür tun. Mhm. Ich wollte nur wissen, welche Aufgaben habe ich als Söldner zu erfüllen? Welche Aufgaben habe ich als Söldner zu erfüllen? Ona hat uns aus zwei Gründen angeheuert. Er will, dass wir ihm die Milizen vom Hals halten und dass wir auf seinen Höfen für Ordnung sorgen. Dazu zählt auch, dass wir die Pacht eintreiben, wenn die kleinen Bauern mal wieder nicht zahlen. Also, was darf sein? Lass mich die Pacht eintreiben. Mit den Milizen werde ich fertig. Komm, nein, wir holen erstmal die Pacht. Lass mich die Pacht eintreiben. Gut, hör zu. Der Bauer Sekop hat schon seit Wochen keine Pacht mehr an Ona gezahlt. Ona will, dass er 50 Goldmünzen ausspuckt. Noch Fragen? Ich hab da meine eigene. Wo ist Sekops Hof? Na, waren wir im Norden des Tals. Das ist von hier aus gesehen an der großen Feldkreuzung rechts. Ich glaub nicht, wenn du Probleme hast, werden die Bauern auf den Feldern dir helfen, dich hier in der Gegend zurechtzufinden. Ich werde mich da nicht. Okay, ja, keiner hören. Das ist doch alles. Ja, speichern wir einmal. So, komm. Ja, dann holen wir mal von Sekop die Pacht ein. Zur Not hauen wir ihnen auch ein paar auf der Mütze. Volles Mund aufs Maul. Aber wie ich sehe, müssen wir hier auch definitiv stärker werden, bevor wir Teil hiervon werden. Von Banditen. Ich glaube, am einfachsten wäre es wirklich, wenn wir der Miliz beitreten. Aber da will ich jetzt irgendwie auch nicht mehr. Auch wenn die hier in meinen Lieblingsfarben, in Rot und so weiter, rumlaufen und mit Feuer zu tun haben, wohl eher dann doch nicht. Degen der Banditen. Der Buchstabe F ist in den Knauf geritzt. Wie viel gibt der hier? 45. Okay, F. Warte mal, das ist von Fester bestimmt, oder? Gehen wir mal zu Fester. Braucht Fester nicht mehr mit einer Axt hier zu üben, zu kämpfen. Wo will Fester jetzt hin? Hey, Fester. Warte mal. Ich denke, du bist mal wieder reif für eine Tracht Prügel. Nee. Wem gehört denn das der Banditendegen? Der Buchstabe F ist in den Knauf geritzt. Also, da bin ich ein bisschen überfragt gerade. Hier, Bronco, den müssen wir auch noch aus dem Haul hauen. Ja, genau. Spring nochmal. Dann speichern wir hier vorne nochmal und dann fordern wir von Sekop den Zoll. Nicht den Zoll, die Pacht. Was willst du auf meinem Land? Hier gibt's nichts zu klauen. Scher dich weg. Gibt es in diesem verfluchten Land eigentlich ein Fleckchen Erde, das nicht irgendjemand gehört? Geh arbeiten, dann kannst du vielleicht auch irgendwann mal ein Stück Land dein eigen nennen. Aber bis dahin lungerst du gefälligst woanders rum. Ona will, dass du endlich deine Pacht bezahlst. Das Land gehört dem Großbauern. Du bist ja nur der Pächter. Ona will, dass du endlich deine Pacht bezahlst. Du bist schon seit Wochen überfällig. Was? Und da schickt er einen Halunken wie dich? Das glaubst du doch selber nicht. Mach, dass du wegkommst, bevor ich mich vergesse. Rück die Kohle raus oder ich schlag dir die Zähne ein. Rück die Kohle raus oder ich schlag dir die Zähne ein. Du Verbrecher, gehst mir nicht an den Geldbeutel. Du nicht. Oh mein Gott. Jo. Alter. Nein. Alter, wie stark ist der?
Nicht. Okay, nochmal. Okay, mit dem Kampfsystem hier muss ich noch klarkommen. Was gibt es in diesem Fall? Geh aber. Das. Was? Macht. Komm, das schaffen wir. Rück die. Du. Hallo, rück. Alter. Oh mein Gott. Alter. Komm. Komm. Nein. Komm, noch einmal. Das kriegen wir hin. Das schaffen wir. Dann machen wir ein bisschen länger. Ein paar Minuten. Aber das kriegen wir hin. Das können wir schaffen. Was willst du? Gibt es... Ja. So. Das. Was? Mach. Du. Mein Gott. Jo, 100 Erfahrung auch noch. So, nehmen wir alles mit von dem. Und nehmen ihm den schweren Ast auch noch weg. Na komm, steh auf. Vielleicht einmal jetzt speichern. Wäre eine Idee. Komm, steh auf. Darüber reden wir noch. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Wo hast du das Geld? Wo hast du das Geld? Nicht mehr schlagen, bitte. Ich will ja alles machen. Dann zahl deine Pacht. Aber Herr, ich hab doch nichts. Ich bin doch nur ein armes Schwein und halb verhungert. Meine letzte Ernte ist völlig vertrocknet. Ich will meine Pacht bezahlen, aber ich habe einfach nichts. Hab doch Mitleid. Bezahl jetzt deine Pacht oder ich bring dich um. Rede keinen Unsinn. Hier regnet ständig und deine Vorratskammer ist voll. Bezahl jetzt deine Pacht oder ich bring dich um. Nein, bitte. Hier, nimm das Gold. Ich leg sogar noch einen Bonus drauf, wenn du mich nur leben lässt. Das geht doch. Das ist mein Ruin. Jo, haben wir geschafft. Nice. Okay, dann würde ich sagen, liefern wir die Pacht in der nächsten Folge ab. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.